Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simulator 4, der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Kassel-Würzburg, genauer gesagt am Bahnhof hier in Fulda. Und hier ist einiges los. Hier kommt gerade ein ICE 1 BR401 in der Europa-Lackierung reingefahren. Der hat gleich Weiterfahrt nach München Hauptbahnhof über Würzburg, Nürnberg und Ingolstadt und München-Pasing, der ICE 581. Und wir haben heute unsere Aufgabe, es ist heute diesen Fernzug ebenfalls hier von Fulda nach München und dann weiter, beziehungsweise nach Würzburg und dann weiter nach München in die Schweiz zu bringen. Und zwar fahren wir heute den SBB 2122 von Kassel-Würzburg über Würzburg. Von Kassel-Wilhelmshöhe über Fulda Bahnhof, über Würzburg Hauptbahnhof, über München, über Augsburg Hauptbahnhof, über München Hauptbahnhof bis in die Schweiz hinein. Und ja, vor, hinten dran schiebt uns natürlich die BR101 in IC-Lackierung. Und hinten dran haben wir unseren SBB-Steuerwagen. Dazu kommen wir jetzt. Ich würde sagen, wir laufen da jetzt hin. Öffnen dann gleich die Türen. Hier habe ich soweit alles vorbereitet. Ich musste die Lok wieder mal tauschen, aber ihr kennt das. Ja, wenn die mich hier mal vorbeilassen würden, dann kämen wir auch so weiter. Genau. Dann gehen wir rüber zu unserem Steuerwagen. So, nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen Chips mit, würde ich sagen, auf die Schnelle. Zack, 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 genau. Dann haben wir auch ein bisschen was zu knabbern. I love Europa, wunderschön. So, wir steigen ein. Schließen die Tür hier. Zugdaten und so weiter haben wir, glaube ich, schon eingegeben, genau, können Sie aber noch mal senden, nur zur Vorsicht. Dann setzen wir uns auf unseren Platz. Öffnen die Türen. Das ist entriegelt. Eine Route müssen wir uns noch legen. Zugsammelschiene aus. Warum geht das denn jetzt schon wieder nicht? Ach, weißt du, ey, ich habe langsam keine Lust mehr. Tür geht auch nicht zu. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Mein Gott, diese scheiß Bugs, ey, ich verstehe es nicht. Ich habe doch auf ZWS stehen, wo ist das Problem, ey?
Mit der Tür hier stimmt auch irgendwas nicht. Das ist doch nicht normal, ey. Eingeleitet. So, jetzt haben wir Oberstrom. Jetzt geht die aus, wie machen wir das jetzt mit der Tür? Schließvorgang eingeleitet. Boah, Leute, ey. Ich krieg gleich einen Hammer, ey. Ich hatte die falsche Seite freigegeben. Mann, Leute, ey. Das war das Problem. Leck mich doch am Arsch. Mann! Schließvorgang eingeleitet. Ich krieg noch einen Hammer irgendwann. Echt, ich krieg irgendwann noch einen Hammer. Sorry, sorry, das war. Manometer, ey. Manchmal weiß ich nicht. Ach nee, ich hatte die ganze Zeit die falsche Seite freigegeben. Klar, dann kann die Tür ja auch nicht schließen. So, wir fahren heute mit inaktiver Störungssimulation. Ich möchte einfach mal eine ruhige Fahrt haben mit unserem SBB. Sorry für die ganze Verwirrung gerade. Ich war ein bisschen, naja. Ach du Schande, wir haben Rot. Ei, es ist Marie. Boah.
Bestimmt wegen dem ICE, der da vor uns fährt. Bestimmt wegen dem ICE. Was sieht mein Heißluftballon? Sehr schön. So, jetzt können wir uns befreien, dann können wir auch wieder aufschalten. Und noch ein Heißluftballon. Sehr, sehr nice. Das nächste rote Signal. Beim Gleiswechsel. Ja, ich wusste es. Wir haben uns doch gerade befreit. Ach, egal, lassen wir das. Passt zum Tag. Passt einfach zum Tag. Jetzt können wir uns befreien. Ach, seht mal, wie schön. Das ist doch wunderschön. So. Gucken wir erstmal, ob wir weiterfahren können. So, dann schauen wir uns das mal an. Das sieht doch wunderschön aus. Wunderschön. Was ein schönes Bild. Wunderschön, wunderschön, kann man nicht anders sagen. Ach geil. Wunderschön. So, ich hoffe, dass wir noch in die LCB aufgenommen werden. Weil wir ja hier Geschwindigkeiten über 160 Stundenkilometer fahren können. Bin ich echt mal gespannt, ob das wir noch LCP fahren können. Aber nach wie vor ist das nicht der Fall.
Jetzt, dann können wir auch aufschalten. Zumindest ist dann 200 fahren. Wunderschön, wunderschön. Kommen wir doch endlich los. Mein Gott, was ein Hin und Her heute. Dreimal geprobt, dreimal irgendwas schief gegangen. Das ist wirklich traurig heute. Da fahren wir mit unserem SBB. Bis nach Würzburg. Das ist nämlich das Problem. Solange du nicht in der, man nicht in der LCP aufgenommen wurde, kann man nicht über 160 km/h fahren, weil sonst die PCP verrückt spielt. Das ist nämlich das große Manko. Das nächste Manko wird sein, dass wir gleich über 200 fahren, weil die LCP überhaupt nicht greift in dem Steuerbahn. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt fahren, weil wie gesagt, ich habe es dreimal geprobt, dreimal angefangen. So, beim ersten Mal wollte ich volle Pulle Störungsfaktor. Kannst du vergessen. Da ist mir immer die LCB abgeschmiert. Und danach ging es überhaupt nicht mehr weiter irgendwie. Nur noch mit der PCB und dann hat die verrückt gespielt und es war wirklich nicht schön. So, beim zweiten Mal alles gut und schön, Störungssimulation inaktiv, alles gut, alles schön. Aber dann hat die PCB verrückt gespielt bzw. die LCB und hat dauernd 1000 Hertz Überwachung gehabt, 1000 Hertz von Geräten aktiv und wir kamen nicht los. Kriegte den noch nicht mehr raus. Beim dritten Mal wollte die Lok nicht so, wie ich wollte. Hat irgendwie nicht mehr beschleunigt. Und da war ich echt, ich war verzweifelt. Ja, und jetzt beim vierten Mal hat es endlich funktioniert. Aber da musste ich ja auch ein bisschen tricksen, habt ihr ja gesehen. Da musste ich den Richtungsfahrschalter einmal vor, einmal zurück und dann wieder vor, damit wir überhaupt Oberstrom bekommen haben. Also es ist manchmal echt nicht leicht. So, ihr könnt in den Kommentaren entscheiden, ob wir weiter bis in die Schweiz fahren. Sprich, wir würden dann von Würzburg aus praktisch auf der Strecke München, Augsburg-München weiterfahren mit diesem Zug bis nach München Hauptbahnhof. Und wenn ihr dann immer noch weiter wollt, dann auch auf der Strecke Zentralschweiz zur See, dass der Zug dann in der Schweiz ankommt. Also das könnt ihr alles dann entscheiden.
Wir können auch, wobei das jetzt streckentechnisch, also richtungsmäßig jetzt ein bisschen komisch wäre auf der Strecke Köln-Aachen. Das wäre, glaube ich, streckentechnisch ein bisschen, streckenrichtungsmäßig jetzt ein bisschen komisch. Also ihr entscheidet in den Kommentaren, wo es für die, wo es für den Zug weitergeht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. So, dann haben wir noch 60 Kilometer bis Würzburg. So, jetzt müssen wir wieder so ein bisschen hier mit der Bremse spielen. Aber das ist ja nichts Neues. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Das sind übrigens Expert-Waggons, die wir da dran haben. Also einmal der Expert-Steuerwagen und dann hier auch die Expert-Wagen. Und hinten dran die Expert-BR101-Lokomotive. Das ist ein kompletter Expert-Zug. Wunderschön, wunderschön. Einfach mal entspannt von A nach B fahren, das muss auch mal sein. So, jetzt können wir gleich wieder mal ein bisschen Leistung dazugeben. So, 280, 250, 280. Aber da haben wir ja eh nichts mit zu tun. Einfach eine wunderschöne Fahrt auf der Strecke Kassel-Würzburg. Ein bisschen Hochgeschwindigkeit fahren, muss ja auch mal sein mit dem Zug.
So 85 Kilometer ist eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch. Bei den Geschwindigkeiten geht das eigentlich relativ schnell. Bist du noch 50 Kilometer von 86? Also das ist von A bis Z oder von A bis C in diesem Fall bei der zwei Stationen. Eine einzige Schnellfahrstrecke. Also ich würde ja wirklich ICE4 feiern auf dieser Strecke. Das wäre, glaube ich, nice. Und eine Verbindung von Kassel-Würzburg beziehungsweise von Würzburg nach Gmünden und solche Sachen. Und nach Bayern hin und solche Dinge, das wäre schon echt nice. Hälfte schon geschafft. Jeden Moment. Bahnsteig 3 werden wir dann einfahren in Würzburg. So, jetzt haben wir genau die Hälfte geschafft an Kilometer. 43 Kilometer haben wir bereits abgefahren und 43 Kilometer müssen wir noch fahren. Wunderschön. Mit unserem SBB. Was haben wir da jetzt eingegeben? 22, nee, 21, 22. DB Fernverkehr. So, erstmal wieder ein bisschen aufschalten. Und dann haben wir noch genau 40, nicht mal mehr. Also, was ich an diesem Steuerwagen ganz schön finde, ist die Simulation des GSMR, dass man den wirklich umstellen muss. Wenn man jetzt zum Beispiel in Österreich fährt,
Bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn ihr jetzt mal gucken würdet, wir gleich wieder abschalten müssen. Ein bisschen drauf achten. So. Denn wenn wir aufs Menü gehen und dann auf Netzwahl, seht ihr, dass wir kein Frankreich dabei haben. Ich glaube nicht, dass das. Ach, guck mal, wir haben Schweiz. In der Schweiz können wir sogar mit dem Zug fahren. Das ist ja geil. Das würde sogar, also das würde auf jeden Fall funktionieren, wenn ihr jetzt schreibt, dass wir den Zug wirklich hier in die Schweiz bringen sollen. Das würde funktionieren. Das Netz können wir auswählen. Sehr geil. Das ist sehr schön. Niederlande? Davon haben wir aber noch, glaube ich, noch keine Strecke, soweit ich weiß. Nein. Frankreich würde sich jetzt noch anbieten. Belgien? Aber auch keine Strecke. Ja, das war's. Also Tschechien würde auf jeden Fall gehen. Frankreich ist nicht dabei. Aber Tschechien würde, Tschechien sage ich schon. Schweiz würde auf jeden Fall gehen. Falls ihr daran Interesse habt, dass wir diesen Zug wirklich bis in die Schweiz fahren, das würde auf jeden Fall netzmäßig funktionieren. Das ist sehr schön. So, da können wir wieder ein bisschen aufschalten, weil wir haben jetzt ziemliche Steigung. So, also wie gesagt, ihr bestimmt das in den Kommentaren, dass wir den Zug weiter bis in die Schweiz fahren. Sprich, nachdem wir dann hier den Zug nach Würzburg gebracht haben, machen wir in Augsburg weiter, fahren dann bis in München Hauptbahnhof. Und wenn ihr dann immer noch wollt, dass wir weiterfahren, fahren wir in die Schweiz, sprich Zentralschweiz. Mit der Strecke Saussay. Und noch irgendwas, ich weiß jetzt die genaue Verbindung da nicht mehr, wie die Strecke heißt. Aber das wäre auf jeden Fall netzmäßig auf jeden Fall möglich. So, schaut mal, 29 Kilometer noch, das ist ja nichts mehr. Das geht relativ schnell. So, da können wir die Geschwindigkeit so etwas halten. Brauchen wir nicht immer zu bremsen und wieder aufschalten. Es ist doch wunderschön. Jetzt gerade passt es wunderbar. 199 Kilometer pro Stunde. Das ist doch genau passend, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir ein bisschen runter und wieder halten. Wunderschön. Unsere IC-Lok hinten dran. Einfach wunderschön.
Nur schade, dass uns hier so wenig KI-Verkehr entgegenkommt. Also das ist wirklich ein bisschen schade. Ich hätte mir da mehr erwünscht, aber naja, ist halt so. Kann man auch nichts dran ändern. Wie lange fahren wir jetzt? Circa 20 Minuten. So um den Dreh würde ich jetzt mal tippen. Das wird, glaube ich, irgendwas mit 8.03 Uhr oder irgendwie sowas. Jetzt sind wir, glaube ich, in den Fuller weggekommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine wohl, durch die ganzen technischen Probleme und so weiter war das, glaube ich, so. So, 18 Kilometer wird wahrscheinlich gleich auch irgendwann die LZB zu Ende sein, gehe ich jetzt mal von aus. Müssen wir wieder ein bisschen bremsen. Ach, einfach wunderschön, wunderschön. Sag mal, hat unser Zug eine Macke? Das. Ne, das ist ein Haltegriff. Das ist ein Haltegriff. Das ist ein Haltegriff. Auch geil. Seht ihr? Das ist ein Haltegriff. Ah, wie geil! Aber warum nur da? Wahrscheinlich, weil man nur von der Seite draufsteigen darf, auf die Puffer. Oder vielleicht eben die Scheibe zu waschen oder sonstiges, weil hier ist nämlich kein so ein Ding. Ja, gehe ich jetzt mal von aus. Weil das ist nämlich nur an einer Seite so ein Griff. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen reagieren hier. 160 gleich. Und 5,5 Kilometer.
Oh, endlich mal KI-Verkehr. Sehr schön. Ihr seht hier, wie der Balken abläuft, und wenn der hier bei 0 ist. Muss ja eh ein bisschen langsamer werden, weil wir gleich rot haben. Aus irgendwelchen Gründen. Können wir schon unter 85 gehen. Wieder ein ICE. So. Mit Zwangsam wird sie erstmal abgewendet. So, wo haben wir denn jetzt da rot? Da vorne schon. Ist LZB zu Ende, wahrscheinlich. So, dann schauen wir uns das Problem noch mal an, warum wir hier rot haben. Weil unser Gleis besetzt ist. Müssen wir den entfernen oder? Geht er von selber weg? Das prüfen wir mal kurz. So, Bahnsteig 1. Das muss ein kurzer Zug sein. Hier steht er schon. So, wann hat der denn Ausfahrt? Nicht einsteigen. Treuchtling, RB18, 8:43 Uhr. Sorry, Kollege, aber ich fürchte. Wobei, wir können auch ein anderes Gleis nehmen.
Müssen wir den nicht entfernen? Können auch ein anderes Gleis nehmen. Machen wir, glaube ich, auch. Nehmen ein anderes Gleis, und zwar das Gleis daneben. Oder wo der ICE gerade rausgefahren ist, das nehmen wir jetzt. Siehst du, das ist nämlich frei. Dann ab. So. So, WZB ist natürlich zu Ende. Das heißt, wir sollen geschönt unter 85 bleiben. Beziehungsweise nicht schneller als 60 gleich. So. Sehr, sehr schön. Das passt doch wunderbar. So, noch vorziehen. Und dann haben wir es geschafft, würde ich sagen. Da ist zwar nicht registriert, dass wir in Gleis 6 sind, aber lassen wir das. Viel weiter hätten wir nicht fahren dürfen. So, wir geben links die Türen frei. So, genau. Sind wir hier eigentlich soweit durch? Also wie gesagt, ihr entscheidet, ob wir den Zug dann in München, Augsburg oder auf der Strecke München, Augsburg weiterfahren, bis in die Schweiz rein. Das ist wie gesagt eure Entscheidung. Netzmäßig wäre es möglich. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch ansonsten gefallen hat, würde mich das natürlich sehr freuen, wenn ihr Daumen nach oben da lasst.
wenn ihr Feedback da lasst in Form von Kommentaren und was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten war es das erstmal von mir. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wo es für den Zug weitergehen soll. Das würde mich auf jeden Fall sehr helfen. Dann weiß ich, wie es weitergeht mit diesem Zug. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, wird da wieder eine Macke oder was ist das? Wieder so eine optische Täuschung oder? Entscheidet selbst. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt noch eine schöne Restwoche, einen schönen Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Euer Didi Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.